Na huch, Inventar leer? Ja. Und zwar, Inventar ist leer. Weil. Tada! Ich bin jetzt nicht unter die Verfechter von Unified Inventory gegangen, aber das ist zum Kreativbauen doch ein wenig angenehmer, sag ich mal. Hat ganz einfach den Grund, ich will dieses Haus endlich fertig bekommen. Und hier unten, das war ja soweit alles schon klar, ne? Also hier ist ja. Ups. Ich glaube, hier hinten war auch schon, ja, genau, hier ist nämlich auch schon. Alles ein bisschen sehr kahl, aber ist nicht weiter schlimm. Ich heiße doch gar nicht kahl. Halt die Fresse. Ja, okay. Hier war auch soweit alles durch, ne? Hier waren ja diese ganzen etwas größeren Gebäude, größeren Räume. Na, hier in so ein Vierbettzimmer, ne, mit Tisch und hast du nicht gesehen und alles. Also ist ja soweit alles ausgebaut. Aber hier oben. Hier war ja so ein bisschen tote Hose. Ich meine, hier haben wir so einen Präsentationsraum. Da hinten haben wir einen Konferenzraum schon stehen. Das ist soweit alles schön und gut. Allerdings ist es ja noch relativ leer hier. Und ich habe, wie schon gesagt, keine Lust mehr groß hier was zu machen. Deswegen, damit das nicht einfach so abbricht. Ich werde einfach, Moment, erstmal werde ich wahrscheinlich ganz kurz mal gucken, dass ich eventuell das Audio ein bisschen runterregel, weil das dann... Hallo, hallo, hallo. So, so. La, la, la. Müsste klappen jetzt von der Lautstärke, ja, dass es nicht allzu sehr übersteuert. Achtung, mal Ohren zuhalten. So. jetzt müsste es passen. Ich habe nur geguckt, wie weit der Pickel ausschlägt. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Also, ja. Hier müsste rein. Den Konferenzraum hatten wir ja soweit. Laberecke. Ne, die war hier, ne? Hier wollte noch eine Kaffeemaschine rein oder sowas, ne? Coffee, Coffee. Nein, nicht Enter drücken. Ne, dieses Kabel hier so ein bisschen. Coffee, Coffee, Coffee. Guck mal, haben wir hier eine Kaffeemaschine. Die darf auf gar keinen Fall fehlen in so einem Konferenzraum. So, und da wir Bonzen sind, haben wir auch noch eine zweite Kaffeemaschine. Aber nicht hier, sondern hier, dass sie so ein bisschen am Rand steht. Hier in der Mitte, Na. Plate. So. Das ist nur eine Druckplatte. Wie hieß das denn noch? Dishes, ne? Dishes gab's doch. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Aber wir können ja mal gucken, dass wir einen Router an die Decke hängen. Und... ja, ich denke, ein Router an der Decke tut sich immer ganz gut. Obwohl, nee, so modern wollte ich hier gar nicht werden. Nee, den Router lassen wir weg. Ja. Den Router lassen wir weg und wir gucken mal. Hier ist ja eigentlich soweit in Ordnung. Hier machen wir mal hier... hier eventuell eine kleine Ecke rein, irgendwie zum Lesen. Eine Leseecke. Wir brauchen... Chair. So, mit der Tastatur zu tippen, das ist echt ein Krampf. Nehmen wir hier diese komischen, hübschen, oder nehmen wir hier diese bisschen einfacheren? Ich glaube, die bisschen einfacheren sind geiler, ne? Oh, schön mal hellgrau. Ja, ich denke mal, das ist doch schön so. Guck mal hier, dann machen wir nämlich hier noch ein Tischlein hin. Coffee Table hieß das Ding. Zack. Nee. Moment. Das muss wieder heile. Das muss auch wieder heile. Endtable war das, ne? Der Endtable war der kurze. So. Zack. Na, zack. So. Schon haben wir nämlich hier eine kleine, gemütliche, kuschelige Leseecke. Und das ist dann gut soweit.
Dann geht's weiter. Wir brauchen hier. Kann man hier nicht auch irgendwie zu? Ne, hier ging nicht zu. Ne, hier müsste man dann. Eigentlich ging dann da doch zu. Wir machen das jetzt einfach mal. Na, wir machen einfach hier die Säule rein. So. So. Ja, nein. So. So. Ah, ich wollte gerade sagen, das deckt sich dann jetzt auch mit der Säule da drüber, aber das kommt da nur fast hin. Das war vorher der Fall. Sieht eh keiner. So, dann machen wir hier nämlich einmal. So, und hier auch nochmal. So. Na gut, machen wir hier mal eine Doppeltür rein, würde ich sagen. Nee, das andere Holz war doch schon besser. So, doch. Was nehmen wir denn da mal Schönes? Warum haben wir so eine edle Holz? Ne, eine helle, glaube ich, ne? Müssen wir nehmen. Wir probieren die einfach beide aus. So, komm. Ja, komm, jetzt. Die dunkle. So. Ja, fast. So, geht doch. So, dann haben wir nämlich hier. Ihr merkt schon, ich will so ein bisschen. Haben sie jetzt eigentlich neuerdings aber auch immer ihr? Wir waren doch schon beim Du, oder? Du merkst schon, ich will so ein bisschen Platz schinden hier. Ach verdammt, das ging ja nicht. So. Dann machen wir hier nämlich wieder zu. Hier ging das nämlich genauso wenig und hier gäng es aber. Weil dann will ich doch ein bisschen größer machen hier. So. So viel zum Thema Platz schinden. Hat ja super geklappt. Zack. 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 Dann hier. Na komm. Hopsa, hoppa. Hier kommen drauf. Ja, komm drauf geschissen. Was soll's. So. Es geht immer noch. Es ist immer noch in Ordnung. Weil eigentlich von der Logik her, es müsste ja schon hier sein, ne? Komm. Wir lassen den einfach da. So. Dann aber auch richtig. So. Dann soll uns das nicht weiter stören. Dann haben wir nämlich hier ein schönes, großes Büro. Und dieses Büro kriegt erstmal, dann können wir die nämlich doch verstecken, kriegt erstmal eine schöne Bücherecke. So. So. Ich denke, da ist ordentlich Platz zum Lesen. Wir können ja wieder ein leeres Regal irgendwo reinstecken. Reinstecken gesagt. Ja. So, hier, guck mal, ein leeres, haben wir zwei leere Regale. So. Dann brauchen wir noch mehr Bücherregale. Dann kann man nämlich da eine Kaffeemaschine draufstellen. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Den kleinen Luxus, den lasse ich den Leuten, die hier dann einziehen, doch. So, dann brauchen wir hier erstmal. Wie hieß denn das Ding jetzt noch? Siehst du irgendwie Tree irgendwas, ne? Genau. So, erstmal hier einen Garderobenständer hin. Hier, zack. Dann brauchen wir einen Schreibtisch. Erstmal brauchen wir einen Tisch. Und dann brauchen wir ein Desk. Zack. Ach, einen Tisch hätte ich ja schon gehabt. Na ja, gut. So. Ich finde es auch geil, dass er gleich immer 99 gibt von den Sachen. So. Ja, sieht nicht so geil aus, ne? Der passt da ja aber auch nicht rein. Wie hieß das denn? Ein Kabinett irgendwas, ne? Aber es gab ja eins, was irgendwie gepasst hatte. Ich glaube, das hatte gepasst. So. Ja, das ist wahrscheinlich wegen der Beleuchtung jetzt im Arsch. Nee, es passt tatsächlich nicht von der Farbe. Außerdem sieht das komisch aus.
Wir machen das mal anders. Ja, doch, erstmal machen wir Licht. Wie hatte ich das denn? Ich hatte doch mal schon mal irgendwie so einen großen Schreibtisch gebaut. Wie hatte ich das noch gemacht? Ach ja, ich erinnere mich. Die Dinger hier. Dann brauchen wir ein bisschen Platz zum Arbeiten. Kann man nämlich von unten einfach dran setzen. Dann spare ich mir das Drehen mit dem Schraubendreher. Das ist ja ätzend. So. Kann man nämlich hier schon mal wegmachen. Dann machen wir hier wieder einen dran. Hier einen dran. Dann machen wir nämlich von vorne noch welche dran. Ups. Und man sieht schon, man kann nämlich jetzt Sachen drauflegen. Und schon haben wir einen großen Schreibtisch, der einigermaßen vernünftig aussieht. Man kommt dann zwar nicht drunter, aber man kann Sachen draufstellen. Nee, komm. Lassen wir. Aber wir brauchen einen Office Chair. Und wir brauchen natürlich noch jede Menge Lampen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir. Das Ding brauchen wir. So. Dann kriegt er nämlich jetzt erstmal hier seinen Office Chair rein. So, dann kann er sich nämlich schön hier hinsetzen. Dann kriegt er noch eine Lampe. Dann kriegt er hier auch noch eine Lampe rein. Hier haben wir den Garderobenständer. Hier kommt noch eine kleine Lampe rein. Ups. So, dann haben wir nämlich hier schon mal schön ausgeleuchtet. Dann hat er nämlich nicht nur sein Büro, sondern dann braucht er auch noch Leute, die er dann beraten kann. Chair. So, da kommen nämlich jetzt normale Stühle. Die gehen halt nicht direkt hier vor, aber die können hier können gleich drei Leute beraten werden. Na? Hallo, hallo. So, wir brauchen aber noch. Ne, wir machen das hier mal anders. Der kriegt keine Beratung, der kriegt hier eine Sitzecke rein. So. Table. Ne, nicht den dunklen, hier den hellen. Zack. So. Und hier wird er natürlich sitzen, weil er dann direkt seinen Kaffee schlürfen kann. So. Nein, nein. Alles kaputt machen. Komm, ja, zwei Stühle rein, dann passt das schon. Hier hinten, wie sich das gehört. Natürlich eine Sitzecke. Die Fenster bieten sich leider auch echt nur für Sitzecken an, oder? Könnte natürlich hier irgendwie in die Richtung, dann sitzt man halt. Nee, das ist doof. Nein, nein. Und ein Endtable. Zack, zack. Endtable. So, Endtable. Ja, Endtable, genau. So, dann haben wir nämlich hier auch schon wieder eine Sitzecke fertig. So. Wo, eingerichtet. Der muss aber auch noch irgendwie Teppich bekommen. Grau. So. Auch wieder gucken, dass wir hier irgendwie. So. Upsa, da ist ein Loch im Boden jetzt. So. Na. So. Guck und schon. Ja, hier hinten ist halt irgendwie Ecke geht nicht. Und schon ist ein Büro fertig. Ja, natürlich hier nochmal vernünftige Beleuchtung dran. So. Dann ist das nämlich auch schon mal durch. Hier geht's nach oben. Das muss alles noch gemacht werden. Hier war doch eh schon so getrickst, ne? Ach ne, hier war der Dingsraum. Irgendwo hatte ich doch schon getrickst. Ich glaube hier. Ne, da ist auch was gewesen. Hier? Nein? Ne, oben war das, glaube ich. Dann müssen wir nämlich mal schauen, den blauen Teppich, kann man den hier weiterführen? Ja, den kann man hier weiterführen. Das mache ich nämlich auch dann einfach mal. Musik
das ist doch schon mal schön. Hier kann man auch noch ein bisschen reingehen. So. Hier kann man nicht reingehen, aber hier ist dann blauer Teppich. Was macht der? Ja, ist blau. So, also hier die verschiedenen Uhren. Hier könnte man eigentlich so eine kleine Bar oder sowas hinbauen. Ne? So eine Selbstbedienungsbar. Gab doch so Flaschen und sowas, ne? Genau, wir brauchen hier mal ein bisschen Flaschen, hier mal ein bisschen Flaschen. Und so ein Ding brauchen wir auch nochmal, das brauchen wir auch eventuell. Wie sieht das überhaupt alles aus? So, was haben wir denn hier? Gut, die können wir natürlich nicht auf dem Boden rumstehen lassen, aber... Meine Güte. Doch, ja, doch, okay. Nee, das ging nicht, da war was hinter. Aber... Den machen wir nämlich mal. Aber dann kann man hier zumindest mal aus dem Vollen schöpfen. Und dann gucken, dass wir hier dann... Tischchen daneben setzen, dass wir dann einfach einmal verkleiden werden. Mit Dingsplanken. Mit Tisch. Mit Tisch. Wir verkleiden den Tisch mit Tisch. Ich hab den Kuchen gemacht. Oh, Junge, was für Geschmack denn? Kuchengeschmack. Nö, komm, das sieht kacke aus. Wir lassen das. Aber wir könnten hier nochmal ein bisschen was zum Rumsitzen bauen. So. Gut, dann, ja, hier kann man dann auch Stehpartys feiern und sowas. Hier kommen dann Bistrotische hin und dann kann man hier auch Häppchen und sowas servieren. Gut, wir brauchen hier ein, doch, das kann man zumachen hier, das ist nicht weiter schlimm. So, wir brauchen hier erstmal eine Wandbegradigung. Und dann brauchen wir selbstverständlich Sofas. Das gibt jetzt keinen Sinn mehr, dann machen wir sie mal hier in die Wand. Also eine in die Mitte wollte ich nicht machen, das sieht so ein bisschen langweilig aus. Deswegen immer schön zwei hin. So. Zack, 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 zack. So. Ups. Weißt du was? Drofje Schisse ist. Drofje Schisse. So. Also. Scheiß
Tastatur. Ja, ich fand die Optik zwar auch ganz schön, aber dann passt doch so irgendwie ein bisschen besser. Ah, haben wir nämlich jetzt hier. Ja, hier ist der alte Turm. Das kann eigentlich so bleiben. Das ist in Ordnung. Dann nehme ich jetzt hier schon mal schön was zum Hinsetzen und Vorbereiten. Ich glaube, hier stelle ich doch einen Tisch hin. Zumindest so. Moment schon mal so. Weil aus Gründen. Na, dann kann man hier nämlich überall noch schön rumgehen. Gut, dann haben wir hier nämlich auch soweit durch. Gut. Ja, hier die Ecke ist halt so ein bisschen trostlos, aber hier werden die Eno-Konferenzen abgehalten. Wisst ihr was, das machen wir mal. Ich sag immer jetzt neuerdings ihr, das nervt mich voll. Ich fand das du irgendwie viel cooler. Wie seht ihr das denn? Wie siehst du das denn? Sag doch mal, sagt doch mal, erzähl doch mal, erzählt doch mal. Weißt du mal? So. Und. Nee, komm, wir machen hier eine Doppeltür rein. Upsa. Das ist dann hier hinten zwar so ein bisschen Quatsch, aber es sieht von vorne halt besser aus. So, und zwar nehmen wir die Komm, wir nehmen die normale Holztür. Machen das Ding einfach mal. Das Ding einfach mal zu. So. Zack. Dann kann man nämlich hier auch nochmal schön Beleuchtung dran machen, dann ist es nicht so finster, die Ecke. Dahin und dahin. Ja gut, dass die jetzt hier und ich glaube, das kann man aber auch nicht ändern, oder? So, dann ist es definitiv richtig. So, dann hat man nämlich hier auch schön Konferenzraum, Haupteingang. Zack. Zack, zack. So. Da müsste eigentlich eine Lampe hin, oder? Was auch immer. Plong. Und schon haben wir Licht. Ich meine, das könnten wir hier eigentlich auch irgendwo reinsetzen. Oder so eine Dingslampe. Wir sind ja mal nicht so. So, da reicht dann auch nämlich eine. Und hier. Und, nee, hier nicht. So, dann, hier. Dann haben wir nämlich hier auch schon ein bisschen beleuchtet. Das Random Sofa. Gut, aber wir brauchen hier noch ein bisschen Licht, ne? So. Und schon hat man nämlich hier wunderbar Business Lounge. Flaschen zum Trinken. Ein einfaches Büro. Oder was heißt einfaches Büro? Ist halt ein normales Büro, wo man dann Bürokram machen kann. Sich einblasen lassen unterm Tisch oder so. Wichtige Akten sortieren und so. Und hier haben wir halt Vorraum vom Konferenzraum. Und Konferenzraum war ja schon soweit durch. Abstellkram, Lagerzeug und so. Dann kommt man nämlich hier an die Ort die Tür zu machen. Kommt nämlich hier dann eine Tür rein und dann habe ich zufälligerweise auch gerade eine Tür dabei. So. Zack. Da ist nämlich dann Lagerraum, Kisten und so. Weißt du mal was? Die Etage mache ich doch noch eben fertig. Dann ist die nämlich auch schon mal durch. Chest. Da nehmen wir die normale Kiste. Und dann machen wir nämlich mal schön Lagerraum. Upsa. Ups. Schön. Kiste neben Kiste. Einfach so für zum Zeug reinstellen. So. Ja, weil ist so. Und hier machen wir das Ganze nämlich auch nochmal. Hier stellen wir die dann aber... Na. Hier stellen wir die dann aber quer rein. Na. So und. So. Und
So und zack und zack. So, gut, dann hier. Das bleibt dann so, wie es ist. Dann haben wir nämlich hier auch schon mal Lagerraum. Hier war nur einfacher Boden, naja. Jetzt hätte ich gesagt, wir machen hier nochmal eben Teppich rein oder sowas. Dann direkt hier am Eingangsbereich drei einzelne Kisten. Dann haben wir hier eine Doppelkiste hin, hier eine Doppelkiste, hier eine hier eine Doppelkiste. Und damit man hier rankommt, bleibt hier offen. Nee, hier kommt eine einfache Kiste hin. So, dann kommt man nämlich hier auch wunderbar ran. Dann haben wir nämlich hier schon mal... Komm, drauf geschissen, weg damit. Kacke, das muss so bleiben. Gut, ist nicht weiter schlimm. So. So, dann haben wir nämlich hier auch schon mal schönen Lagerraum. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich laufe hier irgendwie einfach nur schnell durch den Rest des Let's Plays durch. Ich bin halt einfach nur sehr schnell, wenn ich im Kreativmodus bin. So, komm hier. Machen wir hier mal vernünftig hin. So. Also. Zack. Und weil es so schön ist, hier auch noch eine hin. Und hier auch noch eine. Ja. Dann passt das nämlich soweit. Ich denke mal, beleuchtet ist es jetzt hier genug. Na, dann gehe ich mal runter. Also, Lagerraum fertig. Warum auch immer das nicht mittig ist. Na, egal. Also, der Lagerraum. Fertig. Turmzimmer fertig. Dann kann man nämlich hier nur noch sagen... Bleibt für nächste Folge nur noch diese Etage und diese Etage. Und das haben wir diese Folge geschafft. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Zuschauen, ne? Ich fange nochmal an. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Oh, leck mich. Bis nächste Woche. Tschö.